Wenn Menschen zu Bestien werden. Die Milgram-Experimente. Auszug aus Die gefährlichste aller Religionen von Larkin Rose. Die Milgram-Experimente wurden durchgeführt, um das Ausmaß der Bereitschaft einfacher Menschen festzustellen, unbekannten Menschen Schmerzen zuzufügen, nur weil dieses durch eine Autorität angeordnet wird. In Dr. Milgrams Buch Das Milgram-Experiment zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität sind die Experimente und die daraus gezogenen Erkenntnisse vollständig beschrieben. Hier eine kurze Zusammenfassung. Die Probanden wurden gefragt, ob sie an einem Test zur menschlichen Erinnerungsfähigkeit teilnehmen wollten. Unter Aufsicht eines Wissenschaftlers, der die Autorität darstellte, wurde der Proband, genannt Schüler, an einen Stuhl geschnallt und mit Elektroden verkabelt. Eine weitere Person, genannt Lehrer, war der eigentliche Proband. Er wurde vor eine Schalltafel gesetzt, mit der dem Schüler Elektroschocks verabreicht werden konnten. Dem Lehrer wurde gesagt, dass das Ziel des Versuchs sei, anhand von einfachen Fragen zu prüfen, ob die Bestrafung durch Elektroschocks bei falschen Antworten das Erinnerungsvermögen des Schülers beeinflusst. Das eigentliche Ziel war aber, die Bereitschaft des Lehrers auszuloten, unschuldigen, unbekannten Menschen Schmerzen zuzufügen, nur weil jemand in der Rolle der Autorität ihn dazu aufforderte, den Test durchzuführen. Die Schalter am Elektroschockgerät waren mit Spannungswerten bis 450 Volt beschriftet. Die Lehrer sollten bei falschen Antworten die Spannung der Elektroschocks schrittweise erhöhen. In Wirklichkeit erhielten die Schüler aber keine Elektroschocks. Sie waren Schauspieler. Ab bestimmten Spannungswerten begannen sie vor Schmerzen zu schreien und zu protestieren, klagten über Herzbeschwerden, forderten den Test abzubrechen und riefen um Gnade. Schließlich reagierten sie überhaupt nicht mehr, um Bewusstlosigkeit oder den Tod vorzutäuschen. Zusätzlich waren an den Schaltern der oberen Spannungswerte entsprechende Warnhinweise angebracht. Die Ergebnisse des Experiments schockierten selbst Dr. Milgram. Eine deutliche Mehrheit von fast zwei Dritteln der Probanden steigerte die Stärke der Elektroschocks bis zum maximal möglichen Wert. Obwohl sie davon ausgehen mussten, diesen ihnen vollkommen unbekannten Menschen unerträgliche Schmerzen zuzufügen und ihnen möglicherweise tödliche Stromschläge zu verabreichen. Trotz der Schmerzensschreie, trotz der Rufe um Gnade, trotz der vorgespielten Bewusstlosigkeit oder dem vermutlichen Tod der Opfer. Dr. Milgram fasste die Ergebnisse wie folgt zusammen. Mit betäubender Regelmäßigkeit unterwarfen sich gute Menschen der Autorität und führten Handlungen aus, die gefühllos und hart waren. Ein beträchtlicher Teil der Menschen tut, was ihnen gesagt wird. Unabhängig vom Inhalt und ohne Gewissensbisse, solange die Anordnungen von einer rechtmäßigen Autorität kommen. Besonders bemerkenswert ist, dass den Lehrern bei den Experimenten weder Strafen angedroht noch Belohnungen versprochen wurden. So zeigten die Experimente nicht, dass eine gewöhnliche Person jemanden Schmerzen zufügen würde, nur um seinen eigenen Hals zu retten oder um irgendeinen Vorteil daraus zu schlagen. Stattdessen zeigten die Ergebnisse, dass die meisten Menschen Unschuldigen unerträgliche Schmerzen zufügen oder sogar ihren Tod ausschließlich deshalb in Kauf nehmen, weil die Anweisung weiterzumachen von jemandem kommt, den sie als Autorität sehen. Dieser Punkt kann nicht oft genug betont werden. Es gibt einen speziellen Glauben, der gute Menschen dazu bringt, schlechte Dinge zu tun, sogar erschreckend üble Dinge. Interessanterweise fühlten sich viele Leute von Dr. Milgrams Experimenten angegriffen. Der Grund dafür ist einfach. Menschen, die darauf konditioniert wurden, die Autorität zu respektieren, wollen die Wahrheit nicht hören. Sie halten blinden Gehorsam für eine Tugend und sehen in der Kooperation mit der Autorität eine Voraussetzung für die Zivilisation. Dass tatsächlich bösartige und hasserfüllte Menschen eine weitaus geringere Bedrohung der Menschheit darstellen als die Menschen, die im Grunde genommen gut sind, aber an die Autorität glauben, ist für sie kaum nachvollziehbar. Jeder, der sich ernsthaft mit den Ergebnissen von Dr. Milgrams Experimenten auseinandersetzt, kann die Fakten nicht ignorieren. Die allgemeine Schlussfolgerung, die man aus den Experimenten ziehen kann, ist, dass die meisten Menschen dazu bereit sind, absichtlich anderen Menschen Schmerzen zuzufügen, wenn ihnen das durch etwas angeordnet wird, was von ihnen als Autorität wahrgenommen wird. Daneben aber gibt es eine Reihe weiterer bemerkenswerter Erkenntnisse aus Milgrams Arbeit. Erstens. Viele der Probanden litten unter Stress, Schuldgefühlen und seelischen Qualen, während sie den anderen Schmerzen zufügten und trotzdem machten sie weiter. Das demonstriert, dass sie nicht einfach nur gemeine Sadisten waren, die nur auf die nächstbeste Gelegenheit warteten, um anderen wehtun zu können.
Es bereitete ihnen keinerlei Freude. Das zeigt vielmehr, dass die Leute wussten, dass sie etwas Falsches taten, und sie taten es trotzdem, weil es ihnen die Autorität so sagte. Manche Probanden protestierten, flehten um die Erlaubnis, damit aufhören zu dürfen, zitterten unkontrolliert, weinten sogar, und trotzdem machten die meisten weiter bis zum Ende des Experiments. Die Schlussfolgerung könnte nicht offensichtlicher sein. Der Glaube an die Autorität bringt gute Menschen dazu, üble Dinge zu tun. Zweitens. Das Einkommen, die Bildung, das Alter, das Geschlecht und andere demografische Merkmale hatten scheinbar keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. Statistisch gesehen gehorchte eine reiche, gebildete junge Frau genauso bereitwillig der autoritären Anordnung, jemand anderen zu verletzen, wie ein armer männlicher Arbeiter, der weder lesen noch schreiben konnte. Die einzige Gemeinsamkeit aller, die bis zum Ende des Experiments weitermachten, war offensichtlich an die Autorität zu glauben. Nochmal. Die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist logisch unausweichlich. Unabhängig von allen anderen Faktoren macht der Glaube an die Autorität aus guten Menschen Handlanger des Bösen. Drittens. Wenn dieses Experiment einem durchschnittlichen Menschen beschrieben wird, ohne ihm vorab die Ergebnisse zu sagen, schätzt er, dass das Mitleid und das Gewissen der meisten Menschen sie daran hindern wird, bis zum Ende des Experiments fortzufahren. Professionelle Psychiater prognostizierten, dass nur ungefähr einer von 1000 bis zum Ende des Experiments gehen würde. In der Realität waren es ungefähr 65%. Und wenn ein durchschnittlicher Mensch befragt wird, ob er bis zum Ende des Experiments gegangen wäre, dann besteht er normalerweise darauf, dass er das nicht getan hätte. Trotzdem tut es die Mehrheit. Nochmal, das Ergebnis ist beunruhigend, aber unbestreitbar. Nahezu jeder unterschätzt das Ausmaß, in dem der Glaube an die Autorität dazu benutzt werden kann, gute Menschen dazu zu bringen, Böses zu tun. Nicht nur bei anderen Menschen, sondern auch bei sich selbst. Viertens. Dr. Milgram stellte weiterhin fest, dass manche Testpersonen für ihren eigenen blinden Gehorsam entgegen aller Vernunft die Opfer verantwortlich machten, also diejenigen, denen sie die Elektroschocks gaben. Manche glaubten also, dass die Empfänger der Elektroschocks an ihrem Leid selbst schuld waren, was auch immer für eine verdrehte Logik zu dieser Annahme führte. Immer wieder greifen Polizeibeamte unschuldige Zivilisten tätlich an, Soldaten terrorisieren oder ermorden Zivilisten, Gefängniswärter foltern Gefangene. Die Ergebnisse der Milgram-Experimente im Hinterkopf ist es nicht weiter verwunderlich, wenn solche Übergriffe verteidigt werden, indem dem Opfer die Schuld gegeben wird. Dabei spielt es keine Rolle, wie sehr die autoritären Aggressoren die Wahrheit und Logik verdrehen müssen, um das zu erreichen. In den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen konnten sich die Nazis ihrer Verurteilung nicht entziehen, indem sie ihre Taten damit rechtfertigten, nur Befehle ausgeführt zu haben. Aber wenn die Moral ihrer Handlungen in Frage gestellt wird, ist genau dieser Satz immer noch die Standardantwort unzähliger Soldaten, Polizisten, Steuereintreiber, Bürokraten und anderer Repräsentanten der Autorität. Menschen, die andere absichtlich verletzen, behaupten, dass sie nicht persönlich verantwortlich seien, weil sie nur Befehle ausführen. In Milgrams Experimenten ebenso wie in unzähligen realen Fällen von Machtmissbrauch. In den Milgram-Experimenten fragten verschiedene Probanden sogar direkt, ob die Versuchsleiter für das, was passierte, verantwortlich seien oder sie selbst. Wenn gesagt wurde, dass der Versuchsleiter verantwortlich sei, setzten die meisten Testpersonen das Experiment ohne weitere Diskussion fort. Die Vorstellung, für alles, was ab diesem Zeitpunkt passierte, nicht mehr persönlich verantwortlich zu sein, reichte offensichtlich dazu aus, ihr Gewissen zu beruhigen. Die Ergebnisse der Experimente sind nicht von der Hand zu weisen. Der Glaube an die Autorität ermöglicht guten Menschen, moralisches Denken von unmoralischem Handeln zu trennen und sie von jedem Gefühl der persönlichen Verantwortung für ihr Handeln zu befreien. Fünftens. Als die Testpersonen selbst über die Stärke der Stromstöße entscheiden mussten, die sie zur Bestrafung falscher Antworten einsetzten, gingen sie nur sehr selten über 150 Volt hinaus. Das war der Punkt, an dem der angebliche Empfänger der Elektroschocks behauptete, dass er nicht mehr mitmachen wollte. Fast alle Probanden gingen bis zu diesem Spannungswert, und es muss betont werden, dass sich diejenigen, die die Schocks erhielten, sich zwar beschwerten, aber nicht verlangten, das Experiment abzubrechen. Die logische Schlussfolgerung durch die Testperson, die die Schocks verabreichte, lautete bis zu diesem Zeitpunkt: Der Geschockte war mit der Situation und mit seiner Teilnahme am Experiment einverstanden. Viele der wenigen Testpersonen, die das Experiment vorzeitig beendet hatten, brachen ab, als der Schockempfänger sagte, dass er aufhören wolle. Das könnte als Grenze der Freiheit bezeichnet werden.
Wenn die Testperson weiterhin Schocks erteilt, obwohl der Schockempfänger nicht mehr einverstanden ist, gilt das als initiierende Gewalt gegen andere. Exakt das ist es, was Libertäre ablehnen. Unglücklicherweise hält sich nur eine kleine Minderheit in der Bevölkerung an diese Grenze der Freiheit. Auch diese Erkenntnis aus den Experimenten ist erschreckend deutlich. Die meisten, die im Namen einer Autorität anderen Elektroschocks verabreichen, obwohl die Schockempfänger sagen, ich will das nicht mehr, würden ihnen weitere Schmerzen zufügen, auch wenn die Schockempfänger im Todeskampf schreien. Weil die meisten Menschen böse sind? Nein. Weil sie dazu konditioniert wurden, das zu tun, was ihnen gesagt wird, und weil sie die gefährlichste aller Religionen verinnerlicht haben, den religiösen Glauben an die Autorität. Es ist bemerkenswert, dass nicht einmal Dr. Milgram selbst seinem eigenen religiösen Glauben an die Autorität entfliehen konnte. In einem Nebensatz und ohne weiteren Kommentar meinte er: Wir können keine Gesellschaft ohne irgendeine Form der Autorität haben. Einer seiner schwachen Verteidigungsversuche, anderen Gehorsam gegenüber einer Autorität vermitteln zu müssen, lautete: Gehorsam ist oft rational. Es ist sinnvoll, die Anweisungen des Arztes zu befolgen, Verkehrsschilder zu beachten und das Gebäude zu verlassen, wenn die Polizei vor einer Bombendrohung warnt. Keines dieser Beispiele benötigt oder rechtfertigt tatsächlich einen Glauben an die Autorität. Ärzte erteilen keine Befehle. Sie sind Autoritäten, weil sie sich in der Medizin auskennen, aber nicht, weil sie das Recht haben, andere zu beherrschen. Ebenso ist der Hauptgrund, auf die Verkehrsschilder zu achten oder ein Gebäude bei einer Bombendrohung zu verlassen, nicht, dass es eine gute Sache ist, einer Autorität zu gehorchen, sondern weil anderenfalls Verletzung oder Tod drohen. Wenn irgendjemand, der nichts mit einer Autorität zu tun hat, in einem Theater eine Bombe unter seinem Sitz hervorziehen würde, sie hochhält, sodass alle sie sehen können und sagt, eine Bombe, schnell raus hier, würden alle anderen einfach ruhig sitzen bleiben, weil diese Person nicht als Autorität gilt? Natürlich nicht. Wenn die Regierung das Gesetz abschaffen würde, was regelt, welche Straßenseite zu befahren ist, würden die Leute anfangen, wild durcheinander zu fahren? Natürlich nicht. Sie würden weiterhin auf der rechten Seite fahren, weil sie keine Unfälle verursachen wollen. Auch wenn sogar Dr. Milgram denkt, dass der Glaube an die Autorität manchmal notwendig und gut sei, kann er diese Behauptung nicht mit vernünftigen Argumenten belegen. Wenn jemand das erlebt, was Dr. Milgram miterlebt hat und immer noch unfähig dazu ist, seinen religiösen Glauben an die Autorität aufzugeben, dann verdeutlicht das die Macht der Autorität. Nachdem Dr. Milgram seine Forschungsergebnisse veröffentlichte, reagierten viele bestürzt und schockiert beim Anblick des Ausmaßes, in dem normale Menschen dazu bereit sind, Schmerzen zu bereiten und den Tod unschuldiger fremder Menschen in Kauf zu nehmen, wenn ihnen das durch eine als solche wahrgenommene Autorität angeordnet wird. Ähnliche Tests, die seit Dr. Milgrams Experimenten durchgeführt wurden, führten zu ähnlichen Ergebnissen, was manche Leute immer noch schockiert. Für jeden, der sich einmal genauer angesehen hat, was menschliche Wesen in ihrer Kindheit erleben, sollten die Ergebnisse aber nicht weiter überraschend sein. Die meisten Menschen tun alles, was ihnen die Autorität sagt, weil sie dazu konditioniert wurden. Dabei spielt es keine Rolle, ob das, was von ihnen verlangt wird, moralisch oder rational ist. Jede autoritäre Beschulung und autoritäre Kindererziehung hämmert ununterbrochen nur eine einzige Botschaft in die Köpfe der jungen Menschen ein. Ihr Erfolg, Ihre Gutherzigkeit und Ihr Wert als menschliches Wesen hängt davon ab, wie gut Sie der Autorität gehorchen. Das gilt auch für die moderne Version der Autorität, die vorspiegelt, besonders fürsorglich und aufgeschlossen zu sein. Wen wundert es noch, dass die meisten erwachsenen Menschen ständig nach einer Autorität suchen, die ihnen sagt, was sie zu denken haben, anstatt eigene logische Schlussfolgerungen aus Fakten zu ziehen? Wen wundert es noch, dass die meisten erwachsenen Menschen schüchtern gehorchen, ohne Fragen zu stellen, wenn sie von einem Mann mit einem Abzeichen angebellt werden, auch wenn sie nichts Falsches getan haben? Wen wundert es noch, dass sich die meisten erwachsenen Menschen willkürliche Befragungen und Durchsuchungen durch die Gesetzesvollstrecker gefallen lassen? Wen wundert es noch, dass viele erwachsene Menschen zur nächstbesten Autorität rennen, um irgendwelche Probleme oder Konflikte zu lösen? Wen wundert es noch, dass die meisten erwachsenen Menschen jeden beliebigen Befehl einer Autorität gehorchen, auch wenn er irrational, unfair oder unmoralisch ist? Ist das angesichts der vielen Jahre, in denen sie sorgfältig dazu konditioniert wurden, sich genau so zu verhalten, tatsächlich noch überraschend? Dr. Milgrams Experimente haben recht deutlich gezeigt, dass unsere moderne, aufgeklärte Gesellschaft hauptsächlich Menschen hervorbringt, die Größenwahnsinnigen, die behaupten, ein Recht auf Herrschaft zu haben, als unverantwortliche und denkunfähige Werkzeuge dienen. Das gilt auch für die guten alten USA, dieser angeblichen Bastion der Freiheit und Gerechtigkeit.
Wenn Menschen gezielt darauf trainiert werden, sich demütig dem Monster namens Autorität zu unterwerfen, wenn ihnen beigebracht wird, dass es wichtiger sei, zu gehorchen, als selbst zu entscheiden, dann sind Erpressung, Unterdrückung, Terrorismus und Massenmorde auf Anordnung irgendeiner selbsternannten Autorität nicht weiter überraschend. Die großen Katastrophen der gesamten Menschheitsgeschichte lassen sich durch eine einzige einfache Formel erklären. Ein paar bösartige Herrscher plus viele gehorsame Untertanen ist gleich flächendeckende Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Es ist wichtig zu sehen, dass die Teilnehmer der Milgram-Experimente dachten, sie würden unschuldigen Unbekannten Elektroschocks verabreichen. Den Empfängern der Elektroschocks wurde nicht unterstellt, böse Menschen zu sein oder dass sie irgendetwas Unmoralisches getan hätten. Wenn also ein durchschnittlicher Mensch schon dazu bereit ist, unschuldigen Menschen Schmerzen im Namen der Autorität zuzufügen, dann wird er das auch, ohne zu zögern und wesentlich bedenkenloser, jemandem antun, von dem er glaubt, dass er diese Schmerzen verdient. Das US-Militär und vermutlich auch viele andere Militärs haben genau untersucht, was getan werden kann, um die Hemmschwelle der Soldaten so weit zu senken, dass sie auf Befehl töten können. Eine der effektivsten Methoden ist es, diejenigen, auf die sie schießen sollen, zu dämonisieren und zu entmenschlichen. In modernen Kriegen füttern die Regierungen beider Seiten ihre Soldaten mit ständiger Propaganda, die darauf abzielt, den Feind als eine Gruppe herzloser, bösartiger, sadistischer, unmenschlicher Monster darzustellen. Ironischerweise wird das zur selbsterfüllenden Prophezeiung, weil solche Propaganda beide Seiten zu Gruppen herzloser Monster macht, die eifrig versuchen, die Feinde auszurotten, die sie nicht als Menschen sehen. Die gleiche Methode wird bei der Gesetzesvollstreckung angewendet. Die Söldner der Regierung greifen wesentlich bedenkenloser zu Unrecht und Unterdrückung, wenn ihre Opfer entmenschlicht und dämonisiert werden. Allein die Begriffe, die von den Herren, ihren Vollstreckern und von allen anderen verwendet werden, sind bereits eine sehr effektive Form der Gedankenkontrolle. Sie führen zu einer anderen Wahrnehmung der Realität und zu einer entsprechenden Anpassung des Verhaltens. Die Begriffe verstärken das Gefühl, dass es eine gute Sache sei, der Regierung zu gehorchen und dass Ungehorsam eine Sünde sei. Was tatsächlich passiert, ist, dass eine kleine Gruppe von Menschen einen Befehl erteilt und die Vollstrecker alle anderen dazu zwingt, zu gehorchen, indem sie ungehorsam bestrafen. Das entspricht dem, was jede Mafia, jede Verbrecherbande, jeder Schulhofschläger und jede Regierung tut. Wenn die Regierung es tut, gibt es nur einen einzigen Unterschied. Sie droht ihren Opfern nicht, sondern indoktriniert ihre Vollstrecker und die breite Öffentlichkeit. Die Botschaft der Schläger ist in der Regel direkt und ehrlich. Tue, was ich sage, oder es gibt Schläge. Die Botschaft der Regierung beinhaltet dagegen eine Reihe psychologischer Tricks und Techniken der Gedankenkontrolle, die dazu führen, dass die staatlichen Söldner das Gefühl der Rechtmäßigkeit entwickeln, während sie andere unterdrücken. Die Machthaber in der Regierung bezeichnen sich als Gesetzgeber, die das Recht haben, die Gesellschaft zu regieren. Sie nennen ihre Befehle Gesetze und diejenigen, die nicht gehorchen, sind Kriminelle. Die Schläger der Mafia sind dagegen einfach nur bezahlte Verbrecher. Nicht so die Schläger der Regierung, die die Gesellschaft vor den unzivilisierten Gesetzesbrechern schützen. Diese bezeichnen sich als rechtschaffene Gesetzeshüter. Der Begriff Gesetzeshüter wirkt vollkommen anders als Handlanger der Politiker. Er bedeutet aber genau das Gleiche. Wenn es gelingt, die Gesetzeshüter davon zu überzeugen, dass ihre Gewaltanwendung eine gerechte und anständige Strafverfolgung sei, dann verzerrt das ihre Wahrnehmung so stark, dass sie Freude und Stolz dabei empfinden, wenn sie ihren Mitmenschen den Willen der Herrscherkaste aufzwingen. Es gibt so viele Beispiele dafür, wie es Gesetze gibt. Sie zählen alle zu einer von zwei Kategorien. Verbote, bei denen Politiker von ihren Untertanen verlangen, bestimmte Dinge zu unterlassen, und Forderungen, bei denen Politiker von ihren Untertanen verlangen, bestimmte Dinge zu tun. In den Milgram-Experimenten machten einige Testpersonen verbal oder durch ihr Verhalten deutlich, dass sie sich schlecht dabei fühlten, unbekannten fremden Menschen Schmerzen zuzufügen. Gesetzesvollstrecker und Soldaten, denen zuerst beigebracht wurde, einen Feind zu verachten, gehorchen autoritären Anordnungen dagegen mit großem Eifer und oft auf eine Art und Weise, die zeigt, dass sie regelrecht Freude dabei empfinden, ihren Opfern Schmerzen zuzufügen oder sie zu töten. Dieses zeigen auch deutlich die Bilder aus dem Foltergefängnis im irakischen Abu Ghraib. Amerikanische Soldaten und Soldatinnen folterten ihre Opfer nicht nur körperlich und psychisch, sondern sie empfanden dabei Freude und Vergnügen, sie leiden zu sehen. Sie posierten fröhlich vor der Kamera, während sie die Gefangenen demütigten, schlugen, folterten und vergewaltigten. Die Bush- und die Obama-Regierung verhinderten, dass weitere Fotos dieser Folterungen veröffentlicht wurden.
aus Angst vor Imageschäden des Militärs bei den Amerikanern und bei anderen. Nochmal, diese Fotos beweisen, dass auf Anordnung der höchsten Regierungsebenen gefoltert wurde. Wichtiger aber ist die eindeutig sichtbare sadistische Freude der Personen, die auf Befehl der Autorität anderen Menschen Schmerzen und Leid zugefügt haben. Jemand, den sie als Autorität wahrgenommen haben, hat ihnen gesagt, dass es anständig und rechtschaffen sei, den Feind zu hassen und ihm weh zu tun. Und sie haben es mit Freude getan. Es spielt keine Rolle, ob der religiöse Glaube an die Autorität tatsächlich sadistische Tendenzen hervorruft oder ob er nur welche freisetzt, die schon vorhanden sind. Es reicht aus, Menschen von jeder Verantwortung für ihre eigenen Handlungen freizusprechen, ihnen zu befehlen, anderen zu schaden und ihnen zu erzählen, dass sie nicht nur die Erlaubnis dazu haben, sondern dass das eine gute Sache sei. Ihr religiöser Glaube an die Autorität verwandelt Millionen durchschnittliche anständige Menschen durch diese einfache Strategie in Bestien und sadistische Handlanger des Bösen.